Mit mir im Interview ist Ali Yildirim und wir sind jetzt noch in der Nähe des Grabes von Graziano Rocchigiani und ich wollte dich fragen, du kanntest ihn ja gut, was sind so deine Erinnerungen an Rocky oder wie hast du ihn kennengelernt überhaupt? Ich kenne Graziano, seitdem ich 11 Jahre alt bin oder 10 Jahre alt bin. Wir waren bei NSF, haben mit Neuköllner Sportfreunde zusammen und nach dem Amateurlaufbahn auch bei den Profis haben wir den gleichen Trainer gehabt, den Wolfgang Wilke. War ein sehr enger Freund von mir gewesen, auch wenn wir uns ab und zu mal ein bisschen gestritten haben. Aber er war für mich immer wie ein Bruder gewesen. Und du bist ja auch aus Berlin, du hast hier ein Gym. Ja. Seit wann und war Graziano da auch öfter mal? Ja, Graziano war letzte Zeit sehr oft mit mir zusammen. Kurz bevor ich die schlechte Nachricht erfahren habe, haben wir noch sogar FaceTime telefoniert gehabt. Hm. Ja. Dein Gym heißt? Ali's Iron Box Gym. Und ist es nur für Profis oder ist es auch für Amateure? Nee, also wir haben unterschiedliche Freizeitboxer, Kinder. Ist kein Verein, also ein reiner Boxgym. Und ich trainiere da meinen Sohn, Taijan Yildirim. Ist der Amateurboxer oder Profi? Der ist Profiboxer. Okay. Ist mit 17 Profi geworden. Jetzt mittlerweile 20, hat sein 9. Profikampf gemacht. Vor 3 Wochen 9-0. Ah, okay. Hm. Muss ich ihn auch mal interviewen, sozusagen. Und wen trainierst du, noch jemanden oder nur ihn? Also ich trainiere also hauptsächlich nur meinen Sohn zurzeit. Und du trainierst für dich selbst auch noch? Also du warst nur Amateurboxer oder warst du auch Profi? Ich war Amateurboxer, dann habe ich lange ausgesetzt, dann habe ich als Profi wieder angefangen mit 31. Hat mich der Wolfgang Wilke, der verstorbene Trainer von uns, hat mich zurückgeholt gehabt. Habe ich dann 15 oder 16 Profikämpfe gemacht. Aber die Zeit war nicht mehr da, die alte Zeit gewesen. Was meinst du, das Boxen hat sich verändert oder die Rahmenbedingungen? Ja, weil ich habe keinen anständigen Manager oder Promoter gehabt, der mich nach oben ziehen konnte. Und talentiert war ich ja immer gewesen. Talent stirbt nicht aus, sagt man ja. Aber mit 37 habe ich dann aufgehört und habe gesagt, ich will selber ein Gym machen und die Nachwuchs zu fördern, meinen Sohn fördern. Wir haben auch sehr gute Nachwuchstalente, von denen man bestimmt irgendwann mal was Gutes hören wird. Okay. Und wie würdest du Graziano im Ring beschreiben? Du hast ihn ja bestimmt oft auch irgendwie am Ring oder im Ring gesehen, live. Ja, klar, Graziano, glaube ich, ja fast jeden Kampf war ich da mit dabei gewesen, ob dabei oder am Fernsehen. Mhm. Und letzte Zeit war er auch mit mir, auch zum Beispiel bei meinem Sohn, seinen Kampf in Novi Pazar Sanjak, ist Graziano mit uns ja zusammengeflogen, der war mit mir auch am Ring gewesen. Mhm. Als mein Sohn gekämpft hatte. Was war so besonders an ihm? Oder was war speziell? Hast du irgendeine Geschichte, so, an die du dich erinnerst bei ihm? Seine Marken. Ja. Aber die haben wir alle. Ja, oder? Ja, deswegen haben wir uns ja sehr gut verstanden. Und wie gefällt dir das Grab jetzt? Mit dem Ring und so? Das super, super. Also so einen will ich auch auf jeden Fall auch haben, habe ich zu Christine okay, gesagt. Okay. Wir alle, okay. Ja. Willst du noch irgendjemanden grüßen oder so? Ja. Oder Werbung machen? Wollen wir dir folgen irgendwo? Alle, die mich kennen. Iron Box Gym. Okay, danke schön. Bitte.